Meine Lieben, da sind wir wieder mit Stardew Valley. Ich habe eigentlich vorgehabt, Stardew Valley abzusetzen, weil nicht so viel geguckt wird und so. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich die ja auch schon auf Sonntage, auf die Sonntage verlegt. Aber meine Tochter, die hat gesagt, sie möchte gerne das weitermachen und mal gucken, wie es ist. Wenn, wie ihr das halt findet und ob ihr das halt besser findet oder lustiger findet vielleicht. Da habe ich die Lollipop-Biene bei mir. Die Lollipop-Biene hat vorher noch nie Stardew Valley gespielt, also wird es vielleicht doch lustig. mit WASD machst du zu laufen mit der Maus. Dann machst du, ist eigentlich wie bei Minecraft die Steuerung. Dann nimmst du die Maus. Mhm. Mhm. Und dann können wir gerade nach draußen gehen. Das Boss. Na schon. I found this recipe in the magazine and I thought it sound interesting. Feel free to give me a taste if you make it, Shane. No cooking recipe. Strange bun. Okay, also ein neues Rezept haben wir gekriegt von Shane. Das ist ja mittlerweile auch unser, was heißt Freund? Ich glaube schon, dass wir mittlerweile mit dem befreundet sind. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das kannst du jetzt zumachen. So, dann gucken wir, das ist noch eins. Sehr langer Text. Also, Demetrius, also der, der Angler, der hat dann, also es gibt jetzt ein Fest um 10 Uhr und zwar an den Docks, also am Strand. Da kommen dann die Quallenfische abends und das ist dann der Abschied vom Sommer. Sind wir schon im Sommer? Nee, im Frühling. Im Frühling. Keine Ahnung, das ist schon. Wir sind, glaube ich, schon im Sommer und dann fängt der Winter bald an. Und gut. So Winterfest oder nicht? Ja, es ist ein Sommer, also es ist der Abschied vom Sommer und dann kommt der Winter. Das wird einmal im Jahr im Sommer wird das gefeiert. Dann kann man das auch so machen. Kommt dann nicht erst der Herbst? Ich weiß, nee, erst kommt ja, das ist halt, das ist ein Zeichen dafür, dass der Sommer bald vorbei ist und dass bald der Winter kommt. Alles klar. So, dann guck mal, die Früchte sind fertig. Ja. Ja, die sind auch fertig, die da die roten Beeren da noch und die da jetzt da an der Seite sind, die da. Nee, ja, genau, die sind auch fertig. Genau. Und? Die brauchte ich für irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht mehr für was. Mach die mal in die Truhe. Die stehen da am Haus. Die? Ja. Okay. Hier rein? Ja, genau, dann machen wir das da rein. Draufklicken. Nochmal. Genau. Genau. Und dann nimmst du die Gießkanne. Gut. Und dann musst du. Alle gießen. Ne, alle nicht. Nur die außen am Rand sind. Diese hier. Die, wo trocken sind. Ja, ja. Die musst woran du gießen. Sieht man, dass sie trocken sind? So hell oder was? Ja, ja. Die hellen sind. Genau.
muss die Gießkanne in die Hand nehmen. Genau. Dann laufen. Wunderschön, wie du schon beigießt, oder? Ja, ich glaube, ich habe meine Gießkanne immer noch nicht abgegradet, aber ist egal. Geht auch so. Ja. Ein bisschen. Vielleicht ist die Gießkanne leer, dann musst du an den Wassersee gehen. Und dann musst du die aufladen. Also auffüllen. Mit Ladekabel? Ja, mit Ladekabel. Ne, da, ja. Genau. Morgen, damit ich Hedge gegangen habe. Das ist egal. So, ja. Und dann die Blümchen an der Seite. Ich weiß gar nicht, ob die fertig sind. Diese? Ja. Ne, die sind noch nicht fertig. Die müssen auch noch gegossen werden. Kann ich das nicht zwischen selbst gießen? Und dann kannst du dem Hund dann noch was in sein Wassernapf reinmachen. So. Genau. Und dann kannst du die Gießkanne wieder in die Truhe reinpacken. Genau. So, und dann gucken wir mal auf dem Ausrufezeichen da vorne unter dem gieß mal drauf, mal gucken, was wir machen müssen. Also die Minen. Was noch? Ah ja, genau, das müssen wir auch noch machen. Ich glaube, da brauchen wir ein Fass. Ja, was müssen wir machen? Die Pam will Alkohol, wie immer. Alk. Ah, das ist die lilane Hose. Ich weiß, wo die lilane Hose ist, aber da kommen wir noch nicht dran. Ah ja, und das ist halt um die Tiere. Aber die Tiere, das dauert noch, bis wir die holen können. Tiere sind schön. Also gehst erstmal ins geh mal auf E. Und dann gehst du da, wo der Hammer drauf ist. Das da, ja. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das überhaupt schon machen kann. Nee. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht machen. Und zwar dieses Fass, dieses Weinfass oder Bierfass oder wie man das nennt. Achso, das Alkohol, wo man für die Pam. Ja, und dann, das hätten wir dann noch machen können, aber. Ja, da müssen wir warten. Musst du geduldig sein. Ja, eigentlich müssten wir jetzt mal zur Robin laufen. Und dann könnten wir eigentlich, wir haben 3.100. Na, es ist noch nicht genug Geld. Das ist eigentlich noch nicht genug Geld. Müssen wir noch Sachen verkaufen? Ja. Und in die Mine müssten wir eventuell dann noch, weil die, das muss auch noch fertig gemacht werden. Ups. Wo wohnt die? Die wohnt oben. Nach oben.
Ich hab falsch geklingelt. Today I'm just going to relax and think positively. Heute habe ich mir gedacht, werde ich einfach nur rumhängen und etwas positive Gedanken von mir geben oder denken oder einfach mal chillen. Dass sie, da musst du mal gucken, ob sie schon ab. Mal gucken, ob die da ist. Ja, die ist da. Dann gucken wir mal, was so ein Tierding kostet. Shop. Da gibt's. Okay, Möbelsachen und so eine Sachen Zeug. Ne, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Upgrade House, ganze Farm Building. Genau. Was ist das? Das ist ein Coop Devling Animals. Okay, machen wir weiter. Da unten sind die Pfeile da, ja. Barn Animals. Das war. Ja, das ist alles noch viel zu teuer. Mach mal. Das ist ein Brunne. Den brauchen wir nicht. Ja, wieder das Stroh oder das Essen drin sammeln. Das ist die also da kann man Heu drin sammeln. Das ist ein Silo. Nee. Oh, was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Sieht aus wie eine Mühle oder sowas. Aha. Ja, ist eine Mühle. Ich bin dran. Also kann man Mehl und Zucker drin machen. Okay. Wenn man was kochen will. Ein leeres Haus, was gefüllt werden kann mit was auch immer du willst. Okay. Kannst Sachen sammeln. Und das ist ein Pferd, ja. Das Schleimdings, aber das hat mich noch nie interessiert, das Schleimding. Ja, das ist eine Lala. Ja, das ist wieder das für die Hühner. Das ist noch zu teuer. Ne, da haben wir noch nicht genug. Dann müssen wir noch ein bisschen Geld scheffeln. Wie denn? Ja, wie spät ist es? Ne, jetzt lohnt sich nicht mehr in die Mine zu gehen irgendwo. Ne, dann gehen wir wieder heim. Dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Guck mal, da sind Beeren, die kann man einsammeln. Die kann man nämlich auch verkaufen. Und Marmelade draus machen. Die Bäre auf. Weil da ist überall Marmelade drin. Ah, da sind zwei, sind fertig. Genau, und da kannst du mal in der Kiste, dann kannst du die anderen auch voll machen. In der Kiste sind ja auch noch Beeren drin. Da sind, guck mal, da sind noch 10. Drei Stück brauchst du. Muss ein Stückchen hochgehen. Noch ein Stück, ja. So. So, dann kannst du die zwei Gläser, die kann man dann schon wieder verkaufen. Genau. Gut. Jo, das war's. Dann kannst du eigentlich pennen gehen. Und dann fängt der Tag wieder von neu an. Dann haben wir Geld. Oder? Haben wir kein Geld. Wir haben 3180 Goldmünzen.
200. Die Alu kommt, ich brauche mal gerade. Wir haben doch gar keine Hühner, wieso macht das dann so komisch? Ja, wir sind aber trotzdem, wir sind ja auf einer Farm, da leben irgendwo wilde Hühner. Keine Ahnung, hat er schon Post? Es ist Herbst! Ja, Mist. War der letzte Tag. Wir haben die Feier verpasst, oder? Hm, wahrscheinlich. Ja, Sam hat noch einen, der denkt nur ans Fressen, ne? Der Shane. Der hat uns noch ein Kochrezept gegeben, damit wir kochen. Das ist doch cool. Mhm. Dann können wir es auch essen. Ja, das heißt jetzt, das Feld musst du jetzt, sauber machen. Sauber machen? Ja, das Feld. Die Sunflower, nein. Hat gut geschmeckt. Okay, und jetzt? Ja, jetzt musst du dir das Feld sauber machen. Da gehst du an die Kiste. Das, nee, das nicht, die andere. Das da. Das hat die hohe, ja. Jetzt alles abmachen. Und jetzt machst du alles ab. Aber wieso? Sind die verwelkt? Ja, die sind verwelkt. Da kommt jetzt nichts mehr raus. Und dann brauchen wir auch neue Seeds, also neue Samen. Ja, dann nicht ab. Wieso geht's nicht ab? Dann nimm mal die Sense, ja. Kann sein, dass das damit abmachen muss. Aber ich hab's auch schon mit der, na, ist egal. Ja, mit der. Man muss alles wegmachen. Nee, das sind Blumen, die wachsen noch. Okay. So, dann gehst du, bringst das wieder weg und dann musst du zum Pierre. Ich weiß nicht, ob ich noch Samen habe. Da sind keine drin. Guck mal in der anderen Kiste. Da sind auch keine drin. Okay, da müssen wir welche kaufen. Ja, muss jetzt in den Shop da gehen. Wo? Ja, im Einkaufsshop. Der da hinten in der Stadt drin. Ja, da ist nur ein Shop. Ja, du meinst hier irgendwo im Wirtschaft. Da ist nämlich kein Shop. Wo ist der Shop? Ist der unten oder oben? Unten. Da läufst du jetzt direkt drauf zu. Du guckst mir doch andauernd zu, du musst doch wissen, wo die Dinger sind. Hallo, merke ich mir das alles? Ja, wenn sonst, dann weiß ich nicht, warum du dir das anguckst. Ironbaren, also ein Eisenbaren, den müssten wir haben. Eigentlich kannst du akzeptieren. Was ist das? Zu. Und jetzt gehst du mal, wenn wir überhaupt reinkommen in den Shop. Ja, gut, dann gehst du beim Pierre. Und dann gucken wir mal, was der für Samen hat. Pumpkins, ja, also auf jeden Fall Pumpkin. Oben.
mehr. Wie viele fünf? Ja, mach mal 10. So, 10. Gut. Ja, Korn, Maishelder, Fuki, Yummy. Yummy auch, die braucht man nämlich für die fürs Gemeindehaus. Mach mal auch mal 2-3 Stück. Kannst eigentlich, mach mal weiter runter. Mal gucken. Du kannst das auch mit dem Rad, mit dem Mausrad drehen. Ja, okay. Cranberry. Das ist so teuer. Sonnenblumen, machen wir weiter. Auf jeden Fall von der Fairy Blume nimmst du eine mit. Gucken wir mal, ja, die brauchen wir mit Sicherheit auch. Ich weiß gar nicht, zeig mal, was da drauf steht, wann die eingepflanzt werden. Ja, die kann man auch mitnehmen. Ja, mach mal ein paar. Ja, so ist gut. Du musst schon da drauf gehen mit der Maus, sonst sehe ich nicht, was die, was der Fall. Okay, die kann man auch ein paar mitnehmen. Ich glaube, das reicht. Ja, dann geht's weiter wieder nach oben, weil da unten kommt nichts mehr an Samen. Jo, dann kannst du eigentlich von dem Korn oder auch von dem Maiskolben kann man auch ein paar mitnehmen. So, und von den Eierpflanzen auch. Eier. Ja. 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 Gut. Ich glaube, dann haben wir von jedem was. Ne, jetzt müssen wir wieder zurück, jetzt müssen wir pflanzen. Kann ja sein, dass wir noch was einbringen. Ja, und jetzt setzt er einfach die. Warte. Nee, mir fällt gerade was ein. Mach erstmal an die Kiste. Ich glaube, da habe ich noch Dünger drin. Nee, da sind keine drin. Mach mal da. Das war dieselbe Kiste. Da sind auch keine, aber dann kannst du die gelben Samendinger da, die kannst du mal nehmen. Was? Und dann gehst du raus aus dem. Und dann gehst du mit E. Und dann gehst du wieder auf den Hammer. Und dann, da siehst du das schon. Und das kann, da kannst du jetzt ganz viele von machen. Das ist Dünger? Das ist Dünger. Ja, das sollte reichen. So. Dann kannst du die Samendinger, kannst dann wieder in die Kiste packen. Also die gelben Dinger da. Die Sapling-Dinger. Hier rein. Ja, mach ruhig da rein, ist egal. So. Und dann musst du jetzt die Samen, also den Dünger musst du jetzt in die Hand nehmen. Und dann machst du den zuerst auf den Boden. Ja. Genau, und jetzt klickst du einfach auf den Boden.
Ich glaube, du brauchst sogar noch mehr von diesen, von den Samendingern. Da ist aber nicht überall was drauf. Ja, ein paar brauchst du noch. Das reicht noch nicht. Mach ruhig jede Menge. Weil du musst das Feld sowieso vergrößern. Das wird lange dauern. Okay, gut. Ja, 60 Stück sollten reichen. Nee. Ich wollte das daher. Yeah. Nee, das macht er automatisch dann in die Kiste rein. Genau. Was ist mit dem Hund los? Der Hund. Oh Gott, der arme Hund. Habe ich jetzt alles? Ja, ich glaube schon. Da unten ist noch eins, ja. Gut, dann nimmst du dir jetzt die Kürbisse, das sind nämlich die am meisten. Du kannst das auch mit dem mit dem Rad kannst du das auch machen. Ja, okay. Das ist egal, wo du die hinsetzt. Ist das rot? Ja, es ist nass. Ach so. Die anderen sind nicht, sind noch nicht nass. So, dann die nächste. Diese hier. Diese hier. Wovon hast du denn noch am meisten? Die 8. Die 8. So, und jetzt die 5. Jetzt diese 5? Ja, die nächsten. Diese 4? Die kommen an den Rand, sonst aber kommst diese. Ja, aber erst machst du die 5 am Rand. Oh, hier am Rand. Ja, weil sonst kommst du da nachher nicht dran, weil die haben so ein Stockgestänge dran. Ja, jetzt die noch drauf. Und jetzt die eine Blume noch. Die Fairy-Blume. So. Haben wir noch irgendwas? Nee. Nee, und dann packst du dann den Dünger wieder weg. Und dann musst du die gießen. Ja, du musst trotzdem gießen. Okay.
Okay. Alle nur noch hell sind. Ja, alle, die noch hell sind. Wasser. Eine Fledermaus. Oder ein Rabe, kann auch ein Rabe gewesen sein. Ist noch irgendwo etwas, die auf. Ja, die kannst du jetzt alle rausholen, die sind fertig. Okay. Soll ich die in die Kiste legen? Ja, die kannst du in die Kiste schmeißen. Das gibt dann wieder Geld. Nee, jetzt kannst du ins Bett gehen. Dankeschön, wollen wir jetzt schlafen gehen? Ja. Und dann wird gespeichert. Ja, siehst du, guck mal, die Marmelade lohnt sich. Gibt wenigstens ein bisschen Geld. Ja. Wir haben ja auch schon wieder sehr viel Geld ausgegeben.